Also diese Serie erzählt einen Ort mit allen prägenden Charakteren, die dort leben. Also Bestatterin, Apothekerin, Postbote, Fußballtrainer, Bürgermeister. Wir kriegen mit all diesen Charakteren des Ortes zu tun und viel Spaß dabei. Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo. Ja, liebe Cordula Stratmann, lieber Phil Laude, ich sage Hallo, weil so heißt unser Prisma-Podcast. Hallo, schön, dass ihr da seid. Lieber Stefan Braun, ich sage auf jeden Fall schon mal Hallo, Phil. Ja, hallo. Du was sagen? Hallo Cordula, hallo Stefan. Freut mich, euch kennenzulernen. Ja, schön, dass ihr heute bei mir seid. Das ist für mich ehrlicherweise auch nicht so ganz gelernt, die Situation, denn meistens haben wir nur einen Gast. Ja. Jetzt haben wir gleich zwei Gäste. Wir sind auch sehr gespannt, wie du das jetzt machst. Oh ja, okay. Also hängen wir direkt mal die Trauben sehr, sehr hoch. Aber wir bekommen das alle gemeinsam hin. Und dann ist das Besondere auch an der Situation noch, hier sind doch noch zwei Gäste, die sich zwar vorher kannten, aber noch nie persönlich getroffen haben. Richtig. Wir haben sogar in Formaten zusammen gespielt und uns noch nie persönlich getroffen. Ah, über eins sprechen wir später. Wir sagen auch sofort, wie das heißt. Das heißt nämlich Smilingen. Smilingen haben wir beide mitgemacht und Queens of Comedy haben wir auch beide mitgemacht. Trotzdem haben wir uns noch nie gesehen. Ah ja, gut, okay. Die hohe Kunst des Films. Alles fake. Verrückte Welt. Fake ist das nicht, genau. Ja. So, aber über Smilingen sprechen wir dann später noch. Mhm. Liebe Cordula Stratmann, lieber Phil Laude, ihr beide wisst ja, beim Prisma Podcast Hallo stellen sich die Gäste selbst vor. Ach Gott, das hatte ich ganz vergessen. Ja, ich auch. Ja. Du hast es mir ja gesagt. Hallo. Meintest du doch extra. Schieß los, ich bin ganz bereite gespannt. Bereite was vor, habe ich aber nicht. Hast nichts vorbereitet? Nee. Aber sowas kommt doch aus dem Bauch. Und ich habe dir ja auch gerade schon erzählt, dass ich super schlecht mit meiner eigenen Biografie bin, vor allem was so Jahreszahlen oder so angeht. Ja, wir also ich weiß ja nichts. Vielleicht nur so ganz grob sagen, ja. Ich bin der Film. Aber normal wissen doch Menschen sowas wie, wann sie ihr Abi gemacht haben, wann sie wohin gezogen sind. Weiß Ach, ich alles Abi, nicht. Abi, ja, weißt du auch nicht. Weiß mehr? Ich auch nicht. Mhm. Weil es nicht wichtig ist, Phil. Ja. Du hast das Abi in der Tasche, Punkt. Genau. Und ich sage einfach immer, vor 10 Jahren bin ich nach Köln gezogen, aber es ändert sich ja ständig. Ja, ja. Weißt du denn, von wo du nach Köln gezogen bist? Das weiß ich. Von Hibbelstein, Mittelfranken, Nähe Nürnberg bin ich nach Köln. Und weil ich es dir ja gerade erzählt habe, weiß ich jetzt gerade auch, dass es 2011 war. Mhm. Also schon mehr als 10 Jahre, länger als 10 Jahre länger her. Länger als 10 Jahre her. Und genau, damals für die Comedy. Ansonsten war ich einer der ersten in Deutschland, die YouTube-Videos hochgeladen haben. Und genau, lustigerweise mit meinen Freunden zusammen ist das aber, weil wir es so ernst genommen haben, der größte YouTube-Kanal in Deutschland geworden. Ja, stark. Ziemlich lang, Waititi hieß der. Und genau, aber dann waren wir so eine Art Boyband, haben irgendwann gesagt, okay, eigentlich wollten wir mal Comedy machen. Dann haben sich auch so die Wege halt ein bisschen verändert. Also wir haben das über 10 Jahre zusammen gemacht. Und dann ist so jeder seiner Wege gegangen. Und ich bin dann so in Schauspiel, Comedy, solche Geschichten rein. Mhm. Genau, das bin ich, Phil Laude, hallo. Ja, schön, dass du da bist heute. Ja, freue mich. Und kannst du mir einen Gefallen tun, öfter mal was Fränkisches sagen? Ja, freilich. Fränkisch wirklich Fränkisch so geil. Ey, das freut mich voll zu hören. Oh, herrlich. Wirklich. Super, ey, ich geil. Das, so, das klingt so putzig, so weich. So weich, Fränkisch, findest du? Okay, ja, Fränkisch ist doch so weich. Ja, habe ich jetzt gar nicht so selber drüber nachgedacht, ob das weich ist. Aber es ist so, tatsächlich, wenn ich das halt von jemand anderem höre, dann rutsche ich da auch sofort wieder rein. Und es ist halt einfach, ich keine Ahnung, das macht so ein warmes Gefühl natürlich, weil ich halt von da komme. Ah, du identifizierst dich damit, weil viele sagen, ja, nee, meinen Dialekt habe ich mir abgewöhnt oder mein Idiom habe ich mir abgewöhnt, ich spreche nur noch Hochdeutsch. Nee, bei mir war es immer so, weil meine Eltern nicht von da kommen, dass ich eigentlich gar nicht so fränkel. Also ich habe immer eher so, es hat so zugenommen mit meinem Fränkeln und jetzt ist es halt eher sowas, so was Nostalgisches, ja, wenn es ja, dann ja. wieder kommt. Ja, ja. Genau. Du bist ja ein gebürtiger Schleswig-Holsteiner, richtig? Ja, jetzt aber seit ich Leute, jetzt denke, ich aus ist der Kurve. Wirklich, ich ja, mit dem Frängeln am Anfang. Ich bin auch schon lange aus der Kurve geflogen. Ja, ne? Ja. Ja, genau. Also mein Dad war da, also mein Dad war bei der Marine und die waren da stationiert damals. Ah, ja. Dann sind wir aber, seit ich denken kann, bin ich auf Franke quasi. Genau. Okay, und hier sitzt eine gebürtige Düsseldorferin, richtig? Richtig. Und trotzdem aus der Landeshauptstadt.
Nordrhein-Westfalens. Mhm. Dort wurde ich eines Tages geboren als drittes Kind. Ich habe zwei große Brüder. Und oh, du Arme. Ich bin als Kind immer schon auf der Suche nach was Lustigem gewesen. Deswegen hätte ich nicht die Komikerinnenlaufbahn eingeschlagen oder wäre eingeschlagen worden, weil man hat mich da reingeholt quasi. Aus meinem ersten Beruf als Sozialarbeiterin, Familientherapeutin heraus hat man mich in die neue Welt eingeladen, habe ich angenommen die Einladung, sodass ich Sozialarbeiterin, Therapeutin und Komikerin beides bin. Aber ich sage immer, ich war immer schon beides. Ich bin aus dem Bauch meiner Mutter gekommen und habe gedacht, oha, was ist mit denen los hier? Was für vier? So, ich habe die mir immer alle sehr genau angeguckt. Du bist einfach lachend schon rausgekommen. Ich bin lachend rausgekommen und das hatten wir noch nie. Ja. Genau. Hopsa, was macht sie denn? Wie ist das, wenn sie sagt, dass sie diese Einladung, Komikerin zu werden, dankend angenommen hat? Wie war das bei dir? Wie kamst du so rein in das Thema? Also ich dachte immer, dass das so eine Entscheidung ist, die man später trifft. Aber dann habe ich nicht Familientherapie, aber auch Therapie gemacht. Und dann habe ich herausgefunden, dass das schon lange so eine Strategie, also glaube ich, eine Strategie ist, die man schon sehr früh erlernt, witzig zu sein. Mhm. Mit Komik auf etwas zu reagieren, meinst du? Genau. Ja. Und so, ne, das ist das Gesündeste in uns, das meine ich sehr ernst. Ja, voll. Wirklich. Nee, absolut. Es wird leider nicht richtig geschätzt in unserem Heimatland hier. man wird dann schnell als albern oder man nimmt die Dinge nicht ernst genug angesehen. Aber ich sage, jeder, der mit Heiterkeit oder Amüsierbereitschaft ausgestattet ist, hat das Gesündeste in sich, um überhaupt dieses Leben gelebt zu kriegen. Absolut. Danach erst kommen alle anderen wesentlichen Ausstattungen. Wie ist das bei euch so im täglichen Leben? Also man kennt euch ja so aus dem Fernsehen oder aus dem Internet oder aus YouTube-Videos oder aus Mediathekenserien oder von der Bühne zum Beispiel. Und wenn man euch so privat trifft, so auf der Straße zum Beispiel, erwarten die Leute von euch auch, dass ihr dann komisch seid, dass ihr dann auch lustig seid? Boah, das ist das Schlimmste. So? Ja? Also, ja, finde ich ganz schlimm. Dieses, bist doch lustig, mach mal einen Witz. Mhm. Allein die Erwartungshaltung. Ist das so? Kommen die so? Gibt's. Und das ist natürlich, weil es ist super, ich finde, es ist super schwer, weil Comedy natürlich ganz viel mit Spontanität zu tun hat. Und allein die Erwartungshaltung, sei mal lustig, macht mich extrem unlustig. Ich bin dann sofort in so einem Druck. Mhm. Und dann fällt mir halt kein Witz ein in dem Moment. Mhm. Plus, meine Jokes sind ja selten spontan. Spontan und so, ich mache eigentlich weniger so klassische Jokes, sondern ich mache dann halt, also auf YouTube ganz viel Parodien und so. Und dann will ich nicht auf der Straße plötzlich anfangen, eine Parodie zu machen. Ja, verstehe. Ja. Aber es ist ja eigentlich auch, selbst in anderen Berufen, du sagst ja auch nicht zu einem Doktor, bis Doktor operiere jetzt mal was. Ja, genau. Das sage ich nämlich dann immer, wenn einer mich anspricht, dann sage ich, sind Sie vielleicht Bäcker, dann backen Sie doch gerade mein Brot und ich überlege mir einen Witz. In der Zeit. Gut. Okay, ja, das merke ich mir. In der Zeit überlege ich mir einen Witz. Ich finde es aber so normal, dass uns auf Kommando nichts Lustiges einfällt. Es ist für mich so selbstverständlich und hat nichts damit zu tun, ob wir nun lustige Menschen sind oder nicht. Und deswegen... Mich juckt das gar nicht, wenn einer denkt, da ist doch die Stramme. Ich finde es eher anstrengend, wenn die Leute mir zeigen wollen, wie witzig sie sind. Mhm. Und das ist manchmal so unfreiwillig komisch. Also ich bin ja, Gott sei Dank, kann ich gerne dann auf albern schalten. Dann finde ich das halt lustig, dass der mir was jetzt vormacht. Es ist aber manchmal sehr, sehr unlustig, ne? Also wie die Leute sich dann anstrengen, jemand Lustigem zu zeigen, dass sie auch lustig sind. Und dann weiß man oft nicht, oh, was soll ich denn jetzt darauf? Uiuiui. Ui, ui. So, aber ich lache dann immer freundlich und dann sage ich, ach, das ist ja toll, Frau Kollegin, Herr Kollege. Also auch bei Kollegen geht Ihnen das so? Nein, natürlich. Natürlich gibt es KollegInnen, die ich nicht lustig finde, aber sie werden natürlich keine Namen holen. Das ist also Geschmackssache. Wir fragen da nicht nach. Okay, aber dann sind wir jetzt beim Lustigsein. Die Laune zum Beispiel, habe ich noch nie drüber gelacht. Ja. Nein, das ist schwierig. Okay. Gut. Aber wenn wir bei Lust... Den finde ich zum Beispiel lustig. Ehrlich? Ja. Ja, wenn wir bei lustigen Themen sind, doch, total. wenn wir bei lustigen Themen sind, eher dann improvisiert oder lieber nach Drehbuch? Ich bin komplett Impro. Ich bin, und das wird auch mit dem Älterwerden immer schlimmer, ich bin mittlerweile nur noch im Moment. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie ich hier hingekommen bin. Ich
Also ich arbeite auch mit Drehbuch, wenn ich zu einer schönen Produktion eingeladen bin und so weiter. Aber es fällt mir wirklich, es ist auch so, dass beim Drehen die Probe, damit der Kameramann das mal sieht, was wir jetzt gleich machen, proben wir dann einmal. Und dann bin ich am besten und alles, was man von mir zu sehen kriegt, ist nur noch zweite, dritte Lösung, weil ich das ja dann schon wiederholt habe. Es ist leider bei mir so wahrscheinlich genetisch bedingt. Es ist bei mir, der erste Versuch ist meistens taufrisch und der sitzt. Und dann das Wiederherstellen fällt mir sehr schwer. Ich finde das sehr bewundernswert, aber bei mir ist es so, dass mir das sofort einen großen Druck macht. Also improvisieren empfinde ich als halt so ein, es fehlt mir dann so ein Sicherheitsnetz. Deswegen habe ich, also ich liebe auch und ich weiß auch natürlich, die lustigsten Momente sind die, die zufällig passieren und spontan passieren. Und die kannst du oft einfach nicht schreiben. Aber gleichzeitig, wenn ich schon das Gefühl habe, das Drehbuch ist irgendwie, ist schon funny, dann ist das wie so ein Sicherheitsnetz. Da weiß ich, okay, mindestens so lustig kann ich jetzt sein. Und dann versuche ich nochmal zu improvisieren. Das sind aber auch zwei ganz unterschiedliche Arbeiten. Ne? Ja. Also wenn du, also es gibt eine wichtige, sehr gute Textarbeit, was du ja eher machst. Ne? Du arbeitest dann wirklich an dem Gag und so weiter. Das ist ja eine ganz bestimmte Schule von lustigem Arbeiten. Und es gibt die Improvisation, wo du den Moment schnappst. Mhm. Und bei der Improvisation gehört dazu, dass du dich des Drucks entledigst, das muss alles sitzen, das muss alles lustig sein. Den Anspruch habe ich gar nicht. Okay. Also ich habe nie den Druck, wow, jetzt muss ich aber gleich wahnsinnig lustig sein, sondern ich bin wirklich, ich suche den Moment ab. Und dann schnappe ich so in der Luft rum, wenn man ein Bild dafür nehmen will. Wenn ich mir den Druck machen würde, das muss jetzt richtig, jetzt muss es gleich richtig knallen, dann könnte ich schon in die Garderobe zurückgehen. Also ich muss empfänglich sein für den Moment, was der mir anbietet und daraus hoffentlich was Schönes machen und damit leben, dass manchmal da nichts groß draus entsteht, finde ich auch schon wieder lustig. Und ich glaube, es ist auch so, was sich total am Ende überträgt, weil am Ende hat es ja ganz viel auch mit oder was der Zuschauer ja will, auch gerade bei Comedy, ist halt so ein Gefühl der Lockerheit einfach auch bei ihm. Und wenn das, wenn man das selber schon nicht hat, dann wird sich das auch übertragen auf den Zuschauer. Mhm. Also ich glaube, ich habe vorhin noch mit Toni Bauer gedreht und der hat auch jetzt von seinem Stand-Up-Programm genau das gesagt. Er meinte, er will eigentlich gar nicht, dass die ganze Zeit lustig ist. Er will eine Geschichte erzählen. Ja, genau. Und den Ansatz finde ich auch für mich, der hilft mir total, mir selber diesen Druck ein Stück weit zu nehmen. Also ich empfinde den schon. Ich habe irgendwie so einen Performance-Druck auch. Auch wenn du weißt, das ist ein guter Text. Ah, auf den freue ich mich, habe ich gleich Lust zu. Ja, irgendwie erstmal schon. Und ich bin dann immer, also bei mir geht das weg, sobald ich merke, die ersten Pointen haben irgendwie gezogen oder so. Ich habe jetzt auch Bumblebee, habe ich dir erzählt, gesprochen bei Transformers One. Ist auch eine super lustige Rolle. Und da war jetzt die Kinopremiere und ich war halt super angespannt, bis dieser erste Satz kam, der erste Joke. Und wenn der dann zündet, dann fange ich so an, auch wirklich selber einfach Spaß dran zu haben. Aber ich glaube, dieser Spaß selber dran, egal wie man den erzeugt, der ist extrem wichtig bei Comedy. Und darum geht's ja am Ende. Aber wenn man dann einmal drin ist, dann ist man so im Flow dann auch anscheinend. Ne? So meinst du das so? Oder? Bei mir ist es total so. Also wenn die ersten Jokes funktionieren, dann werde ich locker und dann werde ich aber auch lustiger. Das ist aber auch was ganz Natürliches. Wir sind Künstler, die sich zeigen. Und das ist immer riskant. Das ist immer, du setzt dich einer Bewertung aus, ja. Und das macht immer eine Anspannung. Das ist ja auch was Natürliches. Wichtig ist nur, dass du dich darüber nicht ausschließlich definierst, sondern ne, dass du dich eigentlich dem widmest, was willst du anbieten. So. Und wie holt ihr euch da Feedback? Also ob das jetzt wirklich dann gut war oder ob das wirklich gut angekommen ist? Das sind ja nicht nur die Quoten wahrscheinlich oder die Klicks oder die User, die dann kommentieren bei dir zum Beispiel. Das ist natürlich ein Mega-Faktor, den du bei YouTube und überhaupt online jetzt komplett neu hast im Vergleich zu wie es früher im Fernsehen war oder so. Und ich glaube, macht dich das auch, also ist das eine sehr gute Schule, auch eine harte Schule natürlich, aber das lese ich schon durch und ich nehme das auch, oder ich
also die Dinge, die ich ernst nehme, die mich wirklich bewegen, das sind dann die, wo ich auch denke, irgendwo ist da ein wahrer Kern vom Feedback. Ach, du liest wirklich die Kommentare dann auch? Ich lese dann schon auch Kommentare, aber okay. Ich komme auch viel, also ich finde ja auch diesen Internet, ich finde, das Internet hat so einen ganz eigenen Humor nochmal, ne? So diese Memes und so, die ich auch total lustig finde und die entstehen aber auch in sowas Gemeinschaftlichen. Also ich mache dann Sketch, habe jetzt halt diese Allmann-Figur, mit der ich schon sehr viel gemacht habe, so dieser absolute Prototyp, Superdeutsch quasi. Und der ist auch mit der Community zusammen entstanden. Also ich habe so das erste Video gemacht, dass ich unter Allmann-Shaming leide, weil ich immer meine Birkenstocks anhab und so. Und dann bin ich durch Köln gelaufen und dann kam mir halt eine gegen und meinte, hey, ich trage auch Birkis. Und dann habe ich so gesehen, okay, das ist eine andere Nummer. Und dann eben auch, ne, du siehst es auch an Klickzahlen, an wie viel wird das Video geteilt und so, was resoniert halt. Und das fließt dann wieder natürlich total zurück. Also das ist im Internet definitiv so ein Miteinander, einfach mit deinen Zuschauern. Und da entstehen oft die besten Sachen. Also auch die Kommentare, ist mir auch schon aufgefallen, man ist eigentlich nie lustiger als seine eigene Kommentarspalte. Ja. Immer die besten Jokes sind immer so von der Community hochgeratete Sachen, die halt in den Kommentaren stehen. Aber jetzt in der echten Welt und nicht im Internet, also wer gibt Feedback? Also wo sagst du, hey, hier, ich war gut oder war ich gut oder war das okay so? Ich glaube, ja, du hast es zum Teil natürlich auch Fans oder Leute, die dich halt kennen, die dir einfach, also auch da kriege ich manchmal zum Glück immer sehr schönes Feedback auch. Also ich habe ganz selten gehabt, dass so auf der Straße mal jemand herkam und irgendwie gehatet hat oder so. Das ist so ein Ding, das machen die Leute im Internet, aber das nicht direkt machen die Leute selten face-to-face. Zumindest bei mir bin ich auch sehr froh drum. Ne? Klar gibt es andere Promis, die haben damit mehr ein Problem, glaube ich. Da glaube ich aber auch, ist es ein bisschen, was man raussendet, kommt auch zurück. Also ja, und dann natürlich, je enger der Circle, umso wichtiger das Feedback. Ne? Also okay. Am Ende ist natürlich das Härteste das von meiner Freundin. Ja. Wie ist es bei Ihnen? Ist das wichtig? Bei mir ist es vollkommen anders, weil ich, und ich glaube, aus dem Grund bewege ich mich auch nicht in den sozialen Netzwerken, weil es mich wirklich nicht interessiert, wie eine Masse auf mich reagiert. Ich möchte das auch nicht für mich so wesentlich finden, weil ich damit meinen guten Kompass störe. Wenn ich mich zu sehr damit beschäftige, wie finden mich die anderen und was sagen die mir dazu und so weiter. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, als du sie hast, Phil. Das sind einfach wie zwei Schulen. Weil ich empfinde es so, ich mache das für 20 Leute genauso gerne wie für 2000 oder 2 Millionen. Und wer jetzt aus einem Bühnenprogramm von mir oder Sketche, die ich geschrieben habe, die dann nicht lustig findet, ich kann da sehr gut mit leben, wenn jemand sagt, also die ist wirklich, die macht das nicht für mich, das ist nichts für mich. Dann sage ich, ja, für dich gibt es ja genug Auswahl. Du musst dich nicht mit Cordula Schrappmann abquälen, kannst viele Kolleginnen und Kollegen auswählen und dann habe ich mit den Leuten zu tun, die sagen, ah, ich mag das, ich finde das schön. Und das ist gut so. Also ja, ist auch die nur Welt fair. Ist ja bunt. Absolut, ja. Ja. Aber das fand ich interessant, wenn du eben sagtest, Phil, dass dir niemand irgendwie negative Kritik so ins Gesicht sagt. So, das ist auch irgendwie, steckt sowas doch so im Mensch aber auch drin, oder? Was Positives ja, aber auf der Straße, dass dir einer ins Gesicht sagt, hey, das war nichts gestern, oder? So ist der Mensch eigentlich nicht, ne? Denn du sagst, es findet eher im Internet statt, also anonym quasi. Ja, Dass jemand gerne mal schreibt und sagt, hey, das ist scheiße. Ja, das ist schon eine Hemmschwelle, gerade jemand Fremden auch zu Recht. Also gerade wenn es unaufgefordert ist und so, dann finde ich, gibt man jetzt nicht einfach so unaufgefordert negatives Feedback. Ja, das schon mal gar nicht. Das meinte ich auch gar nicht. Aber dass man sich nicht traut, wenn man denjenigen dann mal trifft, sondern eher sagt, hey, mach mal einen lustigen Witz, anstatt einfach sich mit ihm mal auseinanderzusetzen und sagen, hey, ich habe dir gestern geschrieben, das war nicht gut, ich will es dir jetzt auch nochmal sagen. Ja. Das macht man nicht, ne? So irgendwie, da traut sich der Mensch irgendwie das nicht, ne? Bisher, also vor allem nie konstruktiv passiert. Also ich habe so ein, zwei, ne, gerade bei Waititi, das war halt dann so ein, ich habe letztens diese Doku über Echt gesehen, die kann ich auch total empfehlen. Ist ja auch, und ich glaube, die haben was Ähnliches erlebt, also so diese ersten YouTuber, das war halt auch so eine,
sowas ganz Neues, ne? Echt war damals die erste Boyband und wir waren so ein bisschen die ersten YouTuber und das war ein totaler Hype. Also das ist viel größer geworden, als wir das damals selber auch verstehen konnten, was in dem Moment passiert. Und da gibt es das dann schon. Also es gab mal so, dass sie irgendwie über die Straße gerufen haben, Waititi ist scheiße und so. Und das hat mich aber auch total gekränkt in dem Moment. Also das fand ich total. Das tut auch weh. Ja, das muss man einfach immer wieder ganz klar sagen. Leute, ihr tut dauernd weh. Und ich halte viel davon, schlechtes Benehmen auch zu ignorieren. Und dem nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, den wir von Anfang an schon machen. Dass das so wachsen kann wie ein Pilz, ist, weil jeder, der sich saumäßig benimmt, kriegt eine Riesenaufmerksamkeit. Weil er eskaliert, das gelingt dann auch, alle regen sich auf. Und ich halte es für einen großen Fehler, dann nicht freundlich zu sagen, vielen Dank, nein. Und dann weg. Aber da sich das mittlerweile, da das so eskaliert ist, ja, dass die Leute wirklich, mittlerweile haben wir uns ja eine Welt gezimmert, ich weiß gar nicht, die ist ja fast in 10 Minuten entstanden, wenn ich mir die letzten Jahre angucke, wo man einfach aufeinander losgehen kann. Das liegt natürlich auch an der politischen Kultur, die sich gebildet hat. Eine rücksichtslose Partei kann jetzt vorleben, wir achten überhaupt keine Regeln mehr. Und uns interessiert es überhaupt nicht, ob es uns allen gut geht oder nicht. Wir wollen uns durchsetzen. Das ist das Einzige, was wir verfolgen. Und unsere Ideen, und die sind wirklich nicht gut für euch, aber das kriegen wir euch noch verkauft. Das ist die Kultur mittlerweile. Und deswegen kriege ich immer mehr das Gefühl, okay, also das Ignorieren ist manchmal cool, aber ich glaube, wir müssen viel lauter werden. Die, die wissen, wie miteinander geht, die dürfen nicht mehr das nur zu einer Privatsache erklären. Deswegen zum Beispiel habe ich das Buch geschrieben, weil ich gedacht habe, ich muss mich dazu jetzt mal äußern, wie ich meine Mitmenschen in unserem Land um ein Miteinander bitte und darum bitte, sich nochmal ernsthafter mit der Frage zu befassen, wenn ich die Entscheidung habe, ein Gegeneinander oder ein Miteinander zu entscheiden, dann entscheide ich mich bitte fürs Miteinander. Und wie geht es? Wie finden wir zueinander statt voneinander weg? Wahre Worte. Das Buch, das Cordula Stratmann gerade angesprochen hat, das müssen wir jetzt auch erwähnen dann natürlich an der Stelle. Wo war ich stehen geblieben, heißt es. Erschienen ist es im DTV-Verlag. Grübeleien und Geistesblitze von Cordula Stratmann. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver drüber. Ja, gerne. Wir haben über Waititi gerade eben schon ansatzweise gesprochen. Das war ja eine wahnsinnige Zeit mit Millionen von Klicks, die da, ich will nicht sagen, so von heute auf morgen kamen, aber das hat sich ja rasant entwickelt. Ja, denkst du da gerne noch so an diese Anfangszeiten zurück und an diese Überraschungsmomente, wo das auf einmal so richtig abging? Ja, auf jeden Fall. Also das sind natürlich so Erinnerungen, habe ich erst neulich mit einem Kumpel auch drüber geredet, euphorische Gefühle, die ich gar nicht mehr in der Form jetzt kenne, weil ich glaube, dass gerade wenn man eben so jung ist und das war natürlich der absolute Traum, also der... Wie alt warst du da? Als es so richtig losging... Also ich habe während der Schulzeit schon angefangen. Ich habe auch während der Schulzeit dann meinen ersten Höhenflug gehabt, weil da haben schon 10.000 Klicks gereicht und ich habe mich Fame gefühlt. Ach, hallo. Ja, ja. Ja, ja. Das war damals halt natürlich noch was ganz anderes. Aber dann ging es irgendwann in diese Millionen und dann gingen auch Videos teilweise um die Welt und so. Und das war dann eben so die, ich denke so auf die 20 zu. Und das waren, also Gefühle, die in der Form ich seitdem eigentlich nicht mehr erlebt habe. Und natürlich Momente, die wunderschön waren, aber so, ja, mit der Zeit lernt man dann halt auch dazu, dass natürlich alles auch seinen Preis hat und die höchsten Höhen führen dann auch zu tieferen Tiefen oft. Und das hat sich jetzt so ein bisschen eingepegelt und jetzt mittlerweile ist mein Ziel eigentlich eher eine Zufriedenheit zu haben und nicht mehr aber diese absoluten Highs, weil die sind... auch krass. Extrem ungesund, Phil. Ungesund, ja. Ohne Witz. Ja, das ist, das machen sich die Menschen, glaube ich, nicht klar. Das war mir auch nicht klar, bevor ich eine Öffentlichkeit hatte und Preise gekriegt habe oder nicht. Extremer Erfolg ist genauso wie richtig aufs Maul kriegen, weil das nichts Gesundes ist. Das bringt dich aus dem Gleichgewicht. Und es ist ungesund, wenn extremer Erfolg ist so eine Eskalation.
Ja, die gibt es ja in alle Richtungen. Und es, du musst dich so anstrengen, wieder zu dir zurückzufinden und sagen, ich bin ja morgen dieselbe, wenn ich morgen nicht so erfolgreich bin. Ja. Ich bin nicht plötzlich scheiße, bloß weil ich nicht mehr die Preise alle kriege, wie in dem Erfolgsjahr oder in den Erfolgsjahren oder sowas. Ich bin dieselbe und ich entwickle mich immer weiter. Und ob dabei jetzt immer Millionen Menschen Anteil haben oder weniger oder sowas, also die Frage nach dem Wesentlichen wird extrem gestört durch großen Erfolg. Voll. Dass extremer Erfolg nicht so gesund ist. Wie schnell merkt man das? Oder das kommt da eher das war jeden sehr gute Antwort? Aber kommt, Jahre dauern. Und, okay, oder genau, das, genau darauf wollte ich hinaus. Oder kommt da eher die Therapeutin durch, die da eher sagen kann, na gut, ich kann das, glaube ich, ein bisschen anders einordnen als der ein oder andere Kollege oder die Kollegin, die sehr erfolgreich ist? Es ist tatsächlich so, dass ich meinem Grundberuf immer total dankbar bin und war, weil ich in bestimmte Gefahren nicht geraten bin, weil ich ja als Familientherapeutin in einer Beratungsstelle schon tätig war, bevor ich, sagen wir mal, berühmt wurde. Und ich habe so viel an mühsamer Arbeit, an Lebenslösungen schon erlebt, als Begleiterin von Familien, von Paaren und Kindern und so weiter. Ich hatte Ärzte vor mir sitzen, die heulten, weil sie ihr Privatleben in der Familie nicht auf die Reihe kriegten, aber ein erfolgreicher Chirurg waren oder. Ich war nicht zu beeindrucken von diesen Superlativen, die man alle erlebt, wenn man plötzlich berühmt wird. Also ich beneide dich überhaupt nicht darum oder ich habe großen Respekt darum, wenn du als nicht zerstörter Mensch jetzt neben mir sitzt. Ja, weil es ist so gefährlich. Ja, und ich merke das auch, weil ich war gut gewappnet durch meinen Grundberuf und trotzdem weht es dich an. Oh, jetzt. Also es fixiert dich auf dein Ego, wenn du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist. Und das ist sehr ungesund, weil ich habe ja eben vom Wir gesprochen. Und wenn du durch so eine Dynamik lernst, es geht eigentlich immer nur um ich und ich muss jetzt, also eigentlich die Kurve muss immer weiter hochgehen und so weiter. Und du hast ja dauernd Leute um dich rum, die wollen was von deinem Erfolg mithaben. Wenn du nicht aufpasst, suchst du dir halt auch schlechte Leute, wenn du so ich-getrieben bist. Dann denkst du, die helfen dir beim Steigern. Wow, wir sind eine super Erfolgstruppe. Und das ist alles, da ist viel Lüge drin. Und ich war da nie so gefährdet, weil ich schon so einen guten Boden unter den Füßen hatte durch meinen Beruf. Aber wie gefährlich es ist, habe ich durchaus auch erlebt. Ja. Okay, also ein bisschen gefestigter durch den anderen Job quasi auch. Ne? Ja. Gut, ja, es hilft auf jeden Fall. Ja, diese Reflexion Sinn, ist, sagst, gehört ja zum Teil meines Grundberufes, gehört ja sehr viel Selbstreflexion und Reflexion dessen, was passiert da gerade eigentlich und wie heißt das denn und was passiert denn mit mir, wie fühlt sich das denn jetzt an und wie gehe ich mit anderen Menschen um, andere Menschen mit mir. So, deswegen hatte ich eine gewisse Ausstattung, aber ohne die Ausstattung als junger Mensch wie du, Phil, da rein zu geraten und dann nicht komplett die Kurve zu verlieren oder so schlau zu sein, zu sagen, ich glaube, ich hole mir mal Hilfe, damit ich das alles wieder richtig sortiert kriege. Und auch so eine gewisse, also es war auch eine Überwindung für mich, also auch zu sagen, weil ich habe dann Therapie gemacht eben auch. Und ja, das war ein Riesen-Step für mich auch, weil ich schon noch so ein bisschen, ich glaube, heutzutage ist es anders, also jetzt die Generation noch mal eins drunter, so Gen Z, Z. Wie heißen die nochmal? Die sind, glaube ich, da noch mal ein bisschen offener den Themen gegenüber. Aber ich habe tatsächlich noch so ein bisschen so ein Mindset mitbekommen, die Psyche, das muss irgendwie funktionieren und so. Also ich weiß nicht, vielleicht war es auch in meiner Familie noch ein bisschen konservativer als allgemein, aber es war irgendwie so, das hat zu funktionieren und das ist auch irgendwie doch eine Schwäche, zu sagen, ich gehe jetzt in Therapie. Das ist immer noch sehr verbreitet. Leider. Und war für mich aber super wichtig, halt zu erkennen, das ist ganz im Gegenteil total stark, das zu machen. Und bin da sehr froh drum, weil tatsächlich, es ist eine extreme Erfahrung. Und die musste ich irgendwie aufarbeiten. Und gerade dieses Reflektieren, glaube ich, hat am Ende dann auch, also ich habe es danach dann halt
nachgeholt. Aber der Erfolg gibt dir ja recht, denn hier im Raum sitzt ein junger Mann, der nominiert ist für einen der renommiertesten deutschen Fernseh- und Streamingpreise. Yay! Nämlich für den Blauen Panther. Ja, am 23. Oktober wird in München in der BMW-Welt der Blaue Panther vergeben, verliehen, was sagt man? Vergeben, überreicht, wie auch immer? Ja, alles. All das sagt man. All das sagt man. Spricht die erfahrene Preisträgerin. Ja. Du bist nominiert in der Kategorie Fiktion als bester Schauspieler. Ja, da habe ich mich super gefreut. Wie toll. Ja, vor allem, weil es halt auch so, es ist so schön, dieses, also ich fühle mich so ernst genommen auch in meinem Handwerk als Schauspieler und Comedian, weil natürlich, wenn du von YouTube kommst, auch wie sich YouTube dann entwickelt hat und dieses Influencer-Ding, da gibt es natürlich auch ganz viele Klischees, aber am Ende sind es ja erstmal einfach Menschen, die diese ganzen Medien halt auf irgendeine Art und Weise kreativ nutzen. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Wege. Und meiner, glaube ich, vom Handwerk her ist schon immer so Schauspiel und Comedy. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, weil es eben, ne, es gibt dann auch oft von solchen Preisen diese neue Creator-Kategorie. Mhm. Das ist aber ganz oft auch so, ne, kenne ich auch schon die Mechanismen, ist dann auch so oft der Gedanke dahinter, ja, dann nehmen wir ein paar Follower mit, machen wir noch so einen Creator-Preis dazu. Und jetzt ist es aber halt als Schauspieler nominiert zu sein, ist natürlich eine große Ehre. Und dann auch noch in der Kategorie, die wir als Prisma präsentieren dürfen. Wir präsentieren nämlich die Kategorie Fiktion, beste Schauspielerin, bester Schauspieler und sind nice. Sehr gespannt. Ja. Freust du dich schon auf den Award-Abend? Ich freue mich total. Ich will halt unbedingt kommen, aber wir drehen die dritte Staffel jetzt von meiner Serie. Von Almania. Es wird super schwer, das zu organisieren, aber ich versuche es unbedingt. Ja. Es gibt ja den Blauen Panther aus Nymphenburger Porzellan. Also das wäre schon klasse, wenn es den dann live und in Farbe geben würde. Ja, ja voll. Ja. Ja, es geht um Almania. Ne? Du bist mit der zweiten Staffel von Almania auch dann quasi als bester Schauspieler nominiert worden. Ja. Dort in der Hauptrolle des Frank Stimpel. Oh ja, ja, der deutscheste Deutsche. Aber in der Tat, ja. Wie viel Frank Stimpel oder wie viel Phil Laude steckt denn in Frank Stimpel? So 78,3%. 78,3%. Und der Rest ist dein Vater, hast du mal gesagt, ne? Kann das sein? Ich glaube, die Prozent sind mein Vater. Ja. Ist das wirklich so? Bist du auch so ein ganz korrekter... Homemade. Absolut homemade, ja. Ja, der war halt so Berlin und hat noch so ein preußisches Mindset, glaube ich, so ein bisschen mitbekommen. Und das ist, glaube ich, doch in vielen in Deutschland noch verankert, so diese Regel Liebe und auch dieses Pflichtgefühl, das sind ja doch so ein bisschen auch militärische Werte, würde ich sagen. Und irgendwie beim Stimpel ist das auf jeden Fall. Oder das finde ich dann immer sehr lustig, wenn das dann auf so Sachen, wo man sagt, da ist das jetzt wirklich so wichtig, wie das Einhalten aller Regeln beim Saunieren zum Beispiel. Aber eben auf der anderen Seite, wir hatten es vorher schon, ich bin dann einer von denen, der tatsächlich nichts sagt, wenn der Fuß nicht komplett auf dem Handtuch ist, weil sich dann ein Teil von mir doch auch denkt, naja, der musste ja auch dahin laufen und hat dann ja schon das Holz berührt. Aber ich bin dann auch froh, wenn andere sagen, Entschuldigung, aber bitte immer ein Handtuch zwischen Holz und aber, Körper. Ich habe mich natürlich perfekt vorbereitet und habe in die zweite Staffel reingeschaut und am Ende war ich fast schon erschrocken, als Lehrer Frank Stimpel seine Damen, seine Herzensdamen mit einer Liste castet. Da steht dann auf der einen Seite, kocht nicht gut und auf der anderen Seite benimmt sich eben auch nicht. Ne? Also das ist schon typisch für die Rolle auch. Ja, ja, Stimpel geht immer so in Extreme rein und da wird es natürlich auch super funny. Mhm. Also der reitet sich immer wieder schön in die Scheiße und es macht Spaß zu spielen und auch Spaß zuzugucken. Ja. Ihr dreht gerade Staffel 3. Genau, ja. Wann geht's weiter und kannst du schon so ein bisschen was verraten? Also, letztendlich geht's halt um, Frank Stimpel ist Lehrer und muss von so einer heile Weltschule an so eine Problemschule. Die armen Schüler. Und genau, er muss sich dort integrieren und es ist oft so reversed. Also ganz oft, die Lehrer bei uns lernen sehr viel von den Schülern und da geht es natürlich richtig zur Sache und jetzt in Staffel 3 gibt es auf jeden Fall einen Trip nach Berlin. Das wird sehr lustig. Okay. Ja. Frank Stimpel hat große Angst vor Berlin. Echt? Der großen Stadt und Ist ja dreckig, die Stadt. Ja, und er muss seine Klasse da durchbringen, ne? Das sind ja Banausen.
Finde ich aber tatsächlich, auch wenn es nicht Frank Stimpel wäre, eine wirklich herausfordernde Aufgabe. Oh ja, safe. In Berlin sich zurechtzufinden. Mit einer Klasse durch Berlin zu gehen. Ich glaube, das ist schon, Horror für... Ja, ja, also ich habe da auch Dokus angeguckt. Gibt es zahlreiche gute Dokus über Trips, Schulklassentrips nach Berlin. Sowohl von Schülern selbst dokumentiert, als auch begleitet. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe, die da alle heil durchzubringen. Und das wird eine sehr lustige Folge. Wäre sowas auch eine gute Rolle für Cordula Stratmann? So jemand typisch Deutschen zu spielen und zu 100% regelkonform? Oder? Na klar. Ja. Was mich die ganze Zeit wirklich stört, ist, wie das Handy da liegt. Liegt das nicht, gerade? Nee, liegt nicht richtig gerade und das macht auch kein schönes Bild, wenn man sich den ganzen Tisch anguckt. Ne? Wenn das Handy so schief liegt? Ja. Heieiei. Aber dabei liegt es ja eigentlich nur da und eigentlich bräuchte ich es gar nicht, denn die automatische Zeitanzeige sitzt ja hier. Ne? Und wie ich ja im Vorgespräch gelernt habe, ich schaue ja auf die Zeit. Deshalb liegt das Handy ja hier. Kann ich überziehen jetzt. Ja, zum Beispiel, ich bin gerne wirklich sehr pünktlich. Mhm. Ja, natürlich kriegst du das auch hin. So eine Rolle würde ich wahnsinnig, ja, ich kriege Pünktlichkeit. Ach, geil. Hin. Ja. Weil ich wäre das natürlich... Auch immer nicht, so schwer. Ja, ich habe diese 78%. Was ist so schwer daran? Naja, ich habe diese 78%, die das total wollen und von mir selber einfordern. Ach so. Und der Rest ist für mich diese verpeilte Künstlerseele. So, also darauf schiebe ich es zumindest immer. Mhm. Und das ist aber wirklich oft so, dass ich dann plötzlich nochmal einen Gedanken habe und dann bin ich einfach bei dem Gedanken und bin halt nicht mehr, weiß einfach nicht mehr, dass ich gleich einen Termin habe. Oha, okay. Cordula Stratmann weiß das, weil da, kleines Insight, als sie mich zum Vorgespräch anrief, meldete sie mich und sagte, hier ist die automatische Zeitansage, wir haben jetzt 16 Uhr. Herausragend. Ja. Das war richtig gut. Ich bin super froh, dass ich heute pünktlich war. Überpünktlich sogar. Ich muss sogar in meine Pünktlichkeit muss ich sogar einen nicht vorhandenen Orientierungssinn mit einplanen. Ich habe leider an einer Behinderung, ich habe keinen Orientierungssinn. Ich kann auch bei mir zu Hause rausgehen und dreimal um die Ecke weiß ich schon wieder nicht mehr, wo ich bin. Ist jetzt etwas übertrieben, aber wirklich schwierig. Aber trotz diesem Orientierungssinn bin ich immer noch pünktlich. Ja. Das sage ich auch, weil ich so ein bisschen stolz darauf bin. Also... Ja, kannst du auch sein. Ich finde das ja auch, wenn andere pünktlich sind, finde ich das super. Wenn dann einer schon mal da ist, wenigstens. Ja. Ja. Ich denke auch, die können auch nicht zu spät kommen. Es gibt immer, wie wir feststellen, immer wieder Momente, wo man zum Nachdenken anstoßen kann oder aber anstoßen kann, sich mit einem Thema ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Ja. Ganz viele davon stehen in diesem wunderbaren Buch. Ich glaube, das ist so mit auch der Grund gewesen, das Buch zu schreiben, oder? Dass Sie einfach auch anschieben wollen, auch nochmal anstoßen wollen, nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr in Diskurs zu treten. Kann man das so sagen? Ja, weil ich habe das eben schon beschrieben, dass ich in meiner therapeutischen Praxis, in der ich arbeite, aber auch in dem, wie ich unsere Gesellschaft wahrnehme, durch die Medien oder auch im Bus, egal wo eigentlich. Es ist ja, du kannst beim kleinsten System anfangen und dann immer größer werden. Und weltweit ist ja eigentlich, unser Hauptthema ist ja mittlerweile Eskalation. Mhm. Wir eskalieren ja nur noch miteinander. Und irgendwann hat es auch, glaube ich, aufgehört, dass... Nee, das stimmt jetzt gar nicht. Es hat nicht aufgehört. Es gibt genug Menschen und viele Menschen, die immer noch reflektiert und nüchtern auf die Dinge blicken und sich auch so äußern und verhalten. Aber die sind zu still oder du hörst sie nicht so laut wie die Krawallmacher. Mhm. Und deswegen, und weil man als prominenter Mensch oft gefragt wird, willst du hierzu nicht mal was sagen, willst du dazu mal was und kannst du mal, ich bin nicht bei Social Media, das heißt, ich poste nichts und ich tue mich grundsätzlich auch schwer mit mal eben als Prominenter mal eben ein sehr komplexes Thema zu kommentieren. Ich kann es nicht, ich kann das irgendwie nicht leiden, weil ich dann immer denke, ja, nee, dann brauche ich... Das eine Thema, das Thema Kinder in ihren Familien, ernsthaft, da muss ich ein Buch drüber schreiben. Also ich habe immer, meine Assoziation ist immer, da könnte ich ein ganzes Buch drüber schreiben, das Thema ist riesig. Und ich habe jetzt ein Format gefunden, wo ich einfach zu vielen Themen meine Gedanken oder Impulse
aufgeschrieben habe und zwischendurch natürlich immer auch lustige Ideen, weil es bei mir nicht anders geht. Das Buch ist wunderbar gegliedert, also ganz klassisch nach Kapiteln von A bis Z. Von A wie Achtsamkeit über F wie Fragen bis ganz am Ende steht D wie Danksagung, passt jetzt nicht. Aber vorher steht irgendwas mit W wie Warten oder Warum. Also es sind immer kleine Häppchen, die aber schon so ein Stück weit immer auch den Finger in die Wunde legen, finde ich. Ja, das ist so, weil ich glaube, das ist mir wirklich total in mir drin, dass ich immer alles beobachte und mich eigentlich mein Leben lang schon frage, ach, warum ist das so? Und guck mal, wieso reagiert der denn jetzt so? Und ach du liebe Güte, was hat die denn für einen Geschmack? Das kommt dabei natürlich auch raus. Also man stellt sich doofe Fragen beim Beobachten und wesentliche Fragen. Und alle stehen da drin, die doofen und die wesentlichen. Und es ist kein Alphabet von A bis Z, also es ist nicht geordnet, sondern so wie manche Gedanken zueinander gehören, haben wir sie geordnet oder... Es fallen auch Gedanken komplett da raus. A wie Ameisen zum Beispiel. Ich habe mal die Ameisen beobachtet. Ah. Ich verstehe sie nicht. Okay. Ja, zum Beispiel. Wo war das? Im Urlaub. Hast du nicht auch schon mal und sie nicht auch schon mal Ameisen beobachtet? Ja, im Wald. Oder die auf dem Liegestuhl im Urlaub. Ah ja, die Ameisen sind super. Und auf einmal rasen diese Ameisen da unten auf diesem... Ja. Auf dem Boden da, wo dein Liegestuhl steht. Und dann guckst du mal und dann denkst du so, wo rennt die denn jetzt hin? Aha, guck, da rennt die jetzt an der anderen vorbei. Und jetzt, den Moment habe ich eingefangen, dass ich als Rheinländerin nicht verstehen kann, dass die sich nicht kurz grüßen. Ah, okay. Die rasen aneinander vorbei. Und dann habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, vielleicht sind die zwei nur miteinander zerstritten und ignorieren sich. Guck mal länger hin. Und dann habe ich gesehen, die Ameisen rasen aneinander vorbei, nur busy, 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 also mega Stress halt, ne? Immer was am Schleppen, von A nach B, am Tragen und so. Also so viel klüger sind wir auch nicht. Ja. Naja, die haben ja eine hohe, die Wissenschaftler haben ja eine hohe Meinung von den Ameisen, ne? Die wahnsinnig. Dass sie eigentlich die Weltherrschaft an sich reißen? Oder schon an sich gerissen haben? Ich bin in der Forschung nicht weit genug, als dass ich jetzt über Ameisen... Es gibt mehr als Menschen. Mehr Ameisen als insofern Menschen. Das musst du dir mal vorstellen. Aber denk mal drüber nach. Ja, was die richtig machen. Aber Cordula Stratmann beschäftigt sich im Kapitel A wie Ameisen unter anderem auch damit, ob Ameisen dann überhaupt wissen, wo sie hin müssen. Ja. Ja, weil das sah so planlos aus. Dann rast die so nach vorne und ich denke, hey, jetzt bist du mal gespannt, wo die diese Tannennadel, wo die jetzt gleich hinbringt und wer da steht und sagt, ah cool, kommst du endlich mit der Tannennadel. Mhm. Und dann rennt die wirklich zielstrebig, Vollbremsung, Kehrtwendung, rennt die in eine andere Richtung. Und dann frage ich, hallo, planlos? Fragezeichen. Mhm. Haben Sie Lieblingskapitel? Ja und nein. Ja. Also alle Kapitel, wo es um Elternliebe geht, wo es darum geht, wie Erwachsene mit den jungen Menschen sich eingerichtet haben, auch meistens im Gegeneinander. Und da werde ich leidenschaftlich, weil ich nicht finde, dass die ältere Generation, die es ja schließlich verkackt, als Aufgabe mit jungen Kindern und Jugendlichen. Mhm. Wenn die Älteren dauernd über die Jugendlichen motzen und junge Menschen in unserem Land andauernd mitgeteilt bekommen, wie bescheuert sie sind, wie wenig sie auf die Reihe kriegen, wie planlos, wie schlecht ausgestattet für dieses Leben und dass sie ja gar nichts mehr wollen und nur noch, dann denke ich, wer waren denn die Eltern? Mhm. Von wem haben die denn gelernt? Also im Sinne von zu wenig Vorbild sein. Ja, mir kommt es so vor, als ob sich keiner mehr ernsthaft, freundlich und orientierend mit Kindern und Jugendlichen... Hat sich das geändert? Keiner mehr ist Quatsch. Also das ist viel zu extrem gesagt. Aber es gibt viele Eltern, die das ganz toll machen. Das meine ich auch wirklich ernst. Aber, mit Sicherheit. Ich beobachte das einfach zum Beispiel, wenn die neue PISA-Studie rauskommt. Dann sind sich alle wieder so einig und dann wird dann die Perspektive ist die auf die Kinder und die Lösung wäre zwingend ein anderes Bildungssystem.
Die Lösung sind zwingend andere Schulen. Kein Kind kommt auf die Welt und kein Jugendlicher denkt sich, ach, ich werde jetzt mal nichts auf die Kette kriegen. Und ganz cool ist, wenn ich nicht richtig lesen und schreiben kann. Und mega ist es, wenn ich dauernd keinen Unterricht habe und dann richtig unausgebildet in mein Erwachsenenleben muss. Mhm. Finde ich super. Nein, das ist die Welt, die die Erwachsenen den Kindern bieten. Ja, und sie dann vorgelebt wird gesagt, haben. Ja, was ist denn mit der jungen Generation? Die leisten ja gar nichts mehr. Ja, ihr lieben Alten. Hat sich das denn verändert in den letzten Jahren? Ist das anders geworden? Ach, ich glaube, das Gestruggle der Alten mit den Jungen ist immer schon, also in meiner Generation war das ja genauso, dass die Eltern wenig konstruktiven Kontakt mit ihren Kindern hatten. Das ist, glaube ich, so ein durchgehendes Problem. Wie ist das bei dir, so mit Verantwortung? Hast du so viel, oder hast du zumindest das Gefühl gehabt, dass dir deine Eltern sehr viel so vorleben und dass du da viel auch von mitnehmen sollst oder musst? Oder hast du das Gefühl eher so gehabt, hey, ich muss mich woanders orientieren? Boah, ich musste mir schon viel auch selber beibringen, definitiv. Ja. Also ich habe... Meine Mom ist Künstlerin. Ah. Ach du also, liebe Genau, also was natürlich, was ich immer auch sage, was wundervoll war bei meiner Mama, dass sie eben nie diesen geraden Weg von mir eingefordert hat. Das hat mir sehr, in meiner Karriere hat es mir natürlich sehr geholfen, dass eigentlich sie dann meinte, du musst Schauspieler werden. Welche, so talentiert. Welche Kunst betreibt die Mama? Sie spielt Geige bei den Münchner Philharmonikern. Ah, genau. Und jetzt Musikerin. Unterricht. Ja. Und genau, war schon immer, du musst Schauspieler werden. Und ich habe dann gesagt, ja Mama, aber es ist ein schwieriger Beruf und ich weiß nicht, ob man davon gut leben kann und so. Und mein Vater ist früh verstorben, dadurch genau, musste ich ein bisschen was nachholen. Aber ich glaube auch, das ist natürlich ein Riesenthema und glaube super wichtig. Und gerade dieser Gedanke des richtig Vorlebens selber ist, glaube ich, wahrscheinlich der, was ich so höre, also ich habe selber noch keine Kinder, aber das höre ich einfach, also ich interessiere mich auch für das Thema. Also durch das ganze Therapie und so fängt dann einfach an, sich für sowas auch zu interessieren. Und was ich oft höre, ist halt dieses, es einfach selber irgendwie, also dass es eben viel mit einem selbst zu tun hat, ne? Wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dass man, also dass Kinder auch einfach wahnsinnig feinfühlig sind, ganz viel spüren und du denen nicht so wirklich was vorspielen kannst, das höre ich sehr oft. Und ja, das ist richtig. Das können wir ja eigentlich, wir waren ja alle mal Kind. Also es ist gut, wenn man sich an sein eigenes Kindsein erinnern kann. Oh ja. Und wie überfordert man manchmal von der Überforderung der Eltern war. Oh ja. Und welche Lösungen man als Kind dann gefunden hat, weil man gedacht hat, okay, sie schafft es nicht. Witze. Er kann es nicht. Ja, absolut. Also zum Beispiel. Unsere Lösung war halt die Komik, ne? Was jetzt in meinen Augen bis heute immer noch eine gute Lösung ist. Oh ja, in der Tat. Aber manche und sehr Leute lösen halt auch etwas mit einem Verhalten, was dysfunktional ist, was sie irgendwann bemerken müssen, ah, das hat mich als Kind gerettet, aber als Erwachsener ist es mir heute keine Hilfe mehr, wenn ich so oder so reagiere auf etwas. Mhm. Und zur guten Lösung Komik, die Sie gerade angesprochen haben, gehört auch A wie Applaus. Ja. Und im Buch gibt es aber auch Kapitel wie G wie Genugtuung zum Beispiel. S wie Scham, K wie Kölsche Taxifahrer, kommt natürlich auch schon vor. Ja, muss. Ja? Muss, wenn man von diesem Standort aus hier ein Buch schreibt, wo man sich mit Menschen beschäftigt, müssen die Kölner Taxifahrer darin. Sehr amüsant, auch Eltern am Handy, also nicht Kinder am Handy, sondern E wie Eltern am Handy. Ja. J wie Judenhass. Da wird es auch sehr unbequem. Mhm. Also da muss ich eine Triggerwarnung aussprechen. Zarte Seelen können Eltern am Handy nicht lesen. Ah ja. Finde ich, sollten sie aber. Okay. Also, ja. Ein Grund und noch viel mehr, um in dieses wunderbare Buch reinzulesen. Wo war ich stehen geblieben? Grübeleien und Geistesblitze von Cordula Stratmann, erschienen im DTV-Verlag. Hast du schon gelesen, Phil? Nee, ich habe aber eins geschenkt bekommen. Du bist ja viel in der Bahn unterwegs. Definitiv reinschauen. Das klingt sehr spannend, was du erzählst. Wie lebt man in Smilingen? Ich habe gehört, da gibt es einen herausragenden Bürgermeister namens Uwe Ochsenknecht. Mm. Da gibt es zwei ganz wunderbare Dorfpolizisten. Und da gibt es noch ganz viele mehr. Da gibt es ein Zwillingspärchen, das irgendwie, sind das eigentlich Zwillinge? Sind ja, schon, ja, ja, ja. Das sehen sind die auch Zwillinge. So aus? Naja, man da weiß es nicht so. Da gar keine ne? Frage dran. Da gibt es aber auch Frank Stimpe. Oh ja. Wie lebt man in Smilingen? Das
ist ein bunter Haufen auf jeden Fall, glaube ich. Ich bin selber total gespannt, wie sich das Leben in Smiling anfühlt, weil wir tatsächlich selber, hatten wir ja gerade das Thema, wir haben uns selber am Set nicht gesehen. Und ich bin total gespannt, wie das dann zusammen wirkt. Ja, bin ich auch. Was das, in was für einem Ort wir da leben, ja, Phil. Wir wissen es beide nicht. Wann kommt es denn raus? Wann kommt es raus? Das fragt ihr mich, ich kann es euch sagen. Also ab dem 31. Oktober gibt es überall in der ARD Mediathek und im Fernsehen läuft es ab dem 1. November. Und jetzt müssen wir erstmal den Hörerinnen und Hörern sagen, was denn Smiling überhaupt ist. Smiling ist nur eine neue ARD-Comedy-Reihe, in der ihr beide mitspielt. Mhm. Und wenn ihr beide jetzt schon gesagt habt, ihr habt euch da gar nicht getroffen oder auch generell wenige andere getroffen, dann liegt das ja daran, dass ihr verschiedene Anspielstationen habt. Genau. Aber nicht immer alle und auch gar nicht immer alle Prominenten zeitgleich am Set sind. Also diese Serie erzählt einen Ort mit allen prägenden Charakteren, die dort leben. Also Bestatterin, Apothekerin, Postbote, Fußballtrainer, Bürgermeister. Wir kriegen mit all diesen Charakteren des Ortes zu tun und viel Spaß dabei. Oh ja. Du spielst dich selbst. Zu 78%. Auch da wieder an der Stelle. Nein, also du spielst schon wieder Frank Stimpel. Frank Stimpel ist auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Und in den Sketchen auch nochmal sehr absurd nach oben gezogen. Ich hatte sehr viel Spaß beim Dreh auf jeden Fall. Ja, wenn wir uns vor zwei Wochen getroffen hätten, hätte ich dich gefragt, wie es denn war, auf einmal Uwe Ochsenknecht zu treffen, Cordula Stratmann zu treffen und. Ja, ich hätte mich darauf gefreut. Als die Anfrage kam, ich dachte, ey, cool, weil das sind ja dann auch gerade mal, dass bei so einem Projekt dann so viele zusammenkommen, die man noch nicht kennt. Das, sowas finde ich immer total spannend. Man wird doch auch immer so geködert, wenn man bisschen schon. Genau. Wenn man angeschrieben wird, willst du mitmachen in diesem Format? Zugesagt haben schon. Mhm. Und das muss man natürlich irgendwann wissen. Ah ja, weißt du nicht, wenn du denjenigen persönlich kennst, rufst du schnell mal an und sagst, sag mal, hast du wirklich dazu gesagt? Nein, ich habe nicht zugesagt. Aber das ist so, du liest dann Namen, wo du denkst, wow, cool, ah, mit dem gerne. Und mich haben sie gekriegt mit, ich weiß gar nicht mehr, wer noch da drin stand. Phil Laude. Ich habe natürlich sofort gesagt, natürlich mache ich mit, wenn der Phil Laude dabei. Und Uwe Ochsenknecht, weil ich den wirklich für einen der ganz großen komödiantischen Schauspieler unseres Landes finde, neben Jörg Schütt, auf den wir viel zu wenig in komischen Rollen zu sehen kriegen, den finde ich auch einen wahnsinnig komischen und tragischen Schauspieler. Und dann habe ich gedacht, boah, wie toll mit Uwe Ochsenknecht. Ja, und dann habe ich da keinen Tag mit Uwe Ochsenknecht zu tun gekriegt. Ja, sondern lieber mit, oder nicht lieber, sondern richtig viel mit Katrin Bauerfall zusammengespielt. Genau, ne? Der Zwillingsschwester. Ganz genau, ja. Zwei Zwillinge, die nicht von allen unbedingt so als Zwillinge wahrgenommen werden, aber die halt Zwillinge was sind. Was uns aber wirklich verstört, aber wir kennen es nicht anders, dass immer wieder, also wir behaupten, dass wir einfach immer nur zum Verwechseln ähnlich sind und dass das auch unsere Lebensgeschichte ist. Und wir behaupten es nicht, nein, wir sind es. Katrin, ich fand die Idee so lustig. Das war meine Idee, mit der ich in dieses Smilingen reinstarten wollte. Ja. Weil es manchmal nicht funktioniert, wenn sich jemand für mich eine lustige Idee ausdenkt. Mhm. Es funktioniert besser andersrum, wenn ich irgendwie sage, das finde ich witzig, was haltet ihr davon? Darf ich das bei euch machen? Und wenn die gesagt hätten, nee, also, die Idee tut es ja nur gar nicht, dann hätte ich es halt nicht gemacht. Aber die Idee, dass Katrin Bauerfein, 20 Jahre jünger als ich, groß, schlank, lange, dunkle Haare und ich, 20 Jahre älter als Katrin, kleiner, andere Statur, kurze blonde Haare, dass ich sage, pass auf Katja, wir zwei sind die eineigen Zwillinge Sonja und Dunja. Mhm. Da könnte ich mich schon wieder so kaputt lachen. Und das einfach durchziehen und das auch nicht kommentieren. Oh, da sind wir doch nicht. Nein, damit verkackst du alles. Du musst einfach sagen, das sind wir. Wir sind das sind wir. Und die ganzen Reaktionen auf uns komisch finden. Mhm, und einfach durchziehen. Ich liebe so Jokes, die man nicht wirklich anspricht. Die einfach so mitschwingen. Wie hat man dich für die Folge geködert? Hat man auch gesagt, hey, Cordula Stratmann ist dabei und Uwe Ochsenknecht? Dieselben Namen, genau. Dieselben Namen, ja. Dann wie kam das? Hm? Wie kam das so, dass die Anfrage kam irgendwie so rein halt.
Ja, eine Hausnummer, ja, der Herr Laune. Ja. Erzählt und dann dachte ich, ja, geil, klingt mega. Ja, ja, bin ich dabei. Musst du nicht lange überlegen, oder? Nö, also da hatte ich Bock drauf. Ja. Also das Konzept ist wirklich richtig gut, ne? Ja. Und dann, jetzt gucken wir uns das mit Spannung an. Das, ja, voll, ich bin jetzt wirklich gespannt. Gucken mit allen anderen ZuschauerInnen gucken wir gespannt. Bei der Premiere, am 1. November. Ja. Oder am 31. Ich habe dir selber noch nicht gesehen. Es ist ja noch nicht fertig geschnitten, noch nicht fertig zusammengesetzt. Ne? Also insofern, die Spannung steigt dann. Noch nicht fertig? Ich glaube sind noch nicht. Sind die immer noch am Schnipseln? Ja, wahrscheinlich, wenn wir unseren Podcast hochladen, dann wahrscheinlich schon. Oh, Phil, wir werden rausgeschnitten. Ja, verdammt. Hey, dann sind es noch 15 andere. Also, das ist Smilingen. Das läuft, wie gesagt, ab dem 1. November überall in der ARD und der Mediathek. Das Buch, Wo war ich stehen geblieben, von der lieben Cordula Stratmann, gibt es überall zu kaufen und ist im DTV-Verlag erschienen. Almania, preisgekrönt, hoffentlich ganz bald auch mit in der Kategorie Beste Schauspieler beim Blauen Panther mit Phil Laude. Das wollen wir hoffen. Am 23. Oktober ist die Preisverleihung in München. Wird im Übrigen live auch bei Prisma gestreamt. Ach, cool. Ja, so ist das. Und Almania gibt es auch in der ARD-Mediathek. Also wenn ihr dann Smilingen guckt, dann könnt ihr auch gleich in Almania reinschauen. Erst und zweite Staffel nochmal schauen und ganz bald auch die dritte Staffel. Wann kommt sie raus? Dritte Staffel. Das dauert noch ein bisschen. Okay, gut. Aber wer in der Zwischenzeit noch was Gutes tun möchte, der kann das unter anderem bei der Rheinflanke tun, denn da engagiert sich die liebe Cordula Stratmann schon seit ganz vielen Jahren und tut da Gutes für Kinder, für die man noch mehr tun könnte. Ja, genau. Das ist ein Sozialunternehmen, das sich um Kinder und Jugendliche kümmert und die angedockt am Sport, also am Sportangebot. Dadurch kann man sehr gut Beziehungen aufnehmen mit Kindern und Jugendlichen und mit denen auch so wesentliche Faktoren trainieren, ne? Wie Respekt, Verbindlichkeit, Verantwortung. Und die Rheinflanke begleitet ihre Probanden bis hin in Ausbildungsstätten und auch während der Ausbildung oder bis hin in einen Beruf. Also das ist schon eine wesentliche, eine sehr, sehr fundamentale Arbeit, die da leisten. Und die leben immer von Spenden. Also wer von unseren ZuhörerInnen jetzt zu viel Geld hat oder auch nicht zu viel Geld, wer einfach sagt, ach, den Euro habe ich, sehr gerne an die Rheinflanke spenden. Ein sehr unterstützenswertes Projekt und deswegen geben wir auch die Website nochmal in den Shownotes zu diesem Podcast an. Das ist gut. Ich danke euch beiden, dass ihr heute hier meine Gäste wart. Mir hat das Gespräch richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ihr habt euch jetzt kennengelernt und könnt euch ja, seid jetzt connected. Wir und, zwei gehen jetzt noch ein bisschen um die Häuser. Das kannst du glauben. Gut. Ja, und ihr liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne, wie sagt man, im Internet ein Like hier. Oh ja, ein Like, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar. Und beim linearen Fernsehen ist das, da kann man in der und Leser... Und mir winkt ihr einfach bitte freundlich zu, wenn ihr mich auf der Straße seht. Das reicht mir. Klingt sehr auch gut. Also, lieben herzlichen Dank, Cordula Stratmann. Dankeschön, lieben herzlichen Stefan Dank Braun. Für Laude. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Hat euch viel Spaß beiden. Gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.